Hallo zusammen zurück, willkommen. Heute wollte ich eigentlich über das Thema Transportmittel sprechen. Also wie werde ich mein Umzugsgut mit nach Norwegen nehmen, beispielsweise Spedition, Hänger, Sprinter, leihen oder mieten, kaufen, was auch immer. Allerdings fehlt mir noch das Angebot von der Spedition. Ich habe eine Spedition aus Norwegen angeschrieben. Deswegen werden wir heute nicht über dieses Thema sprechen, sondern wir sprechen heute über den Umzug. Also an der norwegischen Grenze ist es ja so, dass es bestimmte Güter gibt, die verzollt werden müssen. In der Regel gehört dazu Umzugsgut nicht. Die Voraussetzung dafür ist, dass ihr euch mindestens ein Jahr lang im Ausland aufgehalten haben müsst, was ja in dem Fall so ist, da ihr ja aus Deutschland kommt. Also es ist aus der norwegischen Sicht hervor. Also habt ihr euch ja mindestens ein Jahr lang im Ausland befunden. Dann kommt es darauf an, was ist das für ein Gut, was ihr mitnehmt? Ist das, was ihr vorher schon besessen habt und auch weiterhin in Norwegen benutzen wollt? Also wenn ihr jetzt irgendwas mitnehmen wollt, um das dann in Norwegen zu verkaufen, dann müsst ihr das selbstverständlich verzollen. Dann ist es natürlich auch noch wichtig, ihr müsst die Umzugsgüter in einer Liste verpacken und das dem Zollbeamten an der Grenze dann zeigen. In der Regel oder nach einigen Erfahrungsberichten, die ich jetzt so gelesen und gehört habe, wollen die das oft gar nicht sehen, aber ihr solltet das auf jeden Fall machen, für alle Fälle. Diese Liste muss jetzt nicht so detailliert sein, dass da jetzt drin steht 4 Löffel und 3 Teller, sondern ihr habt dann einen Karton, wo drauf steht Küchenutensilien, das reicht vollkommen aus. Es gibt natürlich einige Ausnahmen, wie zum Beispiel Tiere. Bei Tieren muss man ein Impfbuch für das Tier dabei haben. Dann bestimmte Pflanzen dürfen nicht mit eingeführt werden oder es gibt auch wieder bestimmte Richtlinien. Aber worauf ich jetzt explizit hinaus möchte, ist eigentlich die Einfuhr von einem Auto, weil es kann ja durchaus sein, dass einige Menschen mit diesem Auto nach Norwegen möchten. Das ist allerdings leider wie vieles in Norwegen wieder sehr teuer. Auf dieser Seite kann man die Einfuhrgebühren für sein Auto berechnen, werde ich auch nachher noch in meinem Video verlinken. Das sind hier einige Schritte, die man durchgehen muss. Ja, Select Vehicle, Benzin, Dieselbil, so. Ja, also ja, ich klicke das natürlich gerade schnell durch, weil ich es schon mal gemacht habe. Sehr hilfreich dabei ist auf jeden Fall der Fahrzeugschein. September, 6. September 2009. Ich glaube, der Tag ist nicht so wichtig, nur der Monat und das Jahr. So, CO2-Emissionen, ja. Wusste ich tatsächlich auch nicht, musste ich erstmal googeln. Genauso, so. Hier habe ich Weet-Ikke, weiß ich nicht. Was das für Bemessungswerte sind, habe ich zwar gegoogelt, aber ich bin nicht darauf gekommen. So, das ist auch ein sehr interessanter. Der achte Teil hat mich ein bisschen fuchsig gemacht, weil das Ding ist so, mein Auto habe ich für 1 Euro erworben. Mein Onkel hat mir das sozusagen vermacht. Es war in einem nicht so sehr guten Zustand. Deswegen hat er mir das sozusagen in Anführungszeichen geschenkt. Ich gehe jetzt aber mal nicht davon aus, dass in Norwegen 1 Euro als Kaufvertrag angenommen wird. Also gehe ich mal, ich habe jetzt einfach mal geschaut, wie viel könnte mein Auto noch in etwa wert sein. Vielleicht bringt es auch was, wenn man sein Auto vom Wert her mal schätzen lässt und das mitnimmt. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht und ich habe auch tatsächlich, obwohl ich einige Auswanderer kenne, bisher keinen getroffen, der mir diese Frage beantworten konnte. Also was ich bei so einem Fall mache wie 1 Euro. Blöd. Gut, aber ihr könnt hier den Kaufvertragspreis reinschreiben. Ihr müsstet es halt dann in norwegische Kronen umrechnen. Genau, was habe ich? Ich habe Diesel. So, das ist wieder so ein Wert, von dem ich nicht mal wusste, dass er existiert. Ich habe bei mir diesen Wert hier herausgefunden. Deswegen tippe ich den jetzt auch ein. Genau, das steht wieder im Fahrzeugschein drin. Also das Leergewicht. Und natürlich die PS vom Fahrzeug. So, dann hat man hier alle Daten, sind 12 Schritte. Schritt 13 muss man nicht ausfüllen. Also das ist eine andere Kalkulationsmethode. Habe ich jetzt bisher noch nicht ausprobiert, weil ich denke, eine reicht. Und dann habe ich das hier mal
kalkulieren lassen und bin auf ganze 90.600 Kronen gekommen. Ist tatsächlich sehr viel, also es sind ungefähr 9.000 Euro müsste ich für mein Auto Einfuhrgebühren zahlen. Ich bezweifle eher, dass ich so viel Geld dafür investieren werde. Die meisten sagen, verkauf dein Auto in Deutschland, kauf dir ein neues in Norwegen, wird dann wahrscheinlich eher ein Opel Corsa werden oder ein Fiat Panda. So, jetzt noch einige Fakten zum Kfz in Norwegen bezüglich des TÜVs. Also man muss ja alle 2 Jahre mit seinem Fahrzeug zum TÜV gehen. Kostet in Deutschland so um die 80, 90 Euro, in Norwegen 120 circa. Muss man genauso alle 2 Jahre, also die Regelungen sind ähnlich wie hier in Deutschland. Bezüglich der Steuer ist es so, es gibt eine relativ einheitliche Regelung. Es ist nicht so kompliziert wie in Deutschland, beziehungsweise man unterscheidet im Grunde nur zwischen Autos mit Rußpartikelfilter und Benziner und ein Dieselfahrzeug ohne Rußpartikelfilter. Benzinerfahrzeuge und Dieselfahrzeuge mit Filter kosten 325 Euro Steuer im Jahr. Und bei Fahrzeugen ohne diesen Filter sind wir bei 378 Euro Steuer im Jahr. Elektroautos sind derzeit in Norwegen steuerfrei, weswegen sie auch sehr beliebt sind. Bei Kennzeichen ist es zum Beispiel so, man meldet sein Auto beispielsweise in Oslo jetzt an, bekommt ein Kennzeichen und das nimmt man überall hin mit. Also du ziehst nach Tromsø um, du ziehst nach Trondheim um oder nach Andalsnes oder sonst wohin, du hast immer dieses Osloer Kennzeichen. Was ich auf jeden Fall gut finde, ist es kostensparender, man muss nicht ständig ein neues Kennzeichen kaufen und es schützt natürlich auch die Umwelt. Und dann, was ich auf jeden Fall noch mitgeben kann für auch Reisende, es gibt diesen Chip für die Tollroad, also für die Mautstellen, die man sich unter die Windschutzscheibe kleben kann. Da muss man ca. 35 Euro im Jahr Miete dafür bezahlen, bekommt dafür aber auch Erstattung bei der Maut, ca. 10%. Gerade bei Leuten, die sehr viel mit dem Fahrzeug unterwegs sind, würde sich das auf jeden Fall lohnen und es ist auch für Schweden und Dänemark durchführbar. Für Fahrzeuge, die gewerblich genutzt werden, ist das mittlerweile in Norwegen Pflicht, diesen Chip zu haben. Für Privat-Kfz ist es noch keine. Genau, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es hat euch ein paar Sachen gezeigt, was ihr vielleicht noch nicht wusstet. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag.